ihr Lieben. Ja, der Papa musste gerade noch mal weg. Also der hat ja am Wochenende immer Bereitschaftsdienst. Jetzt muss er noch mal losfahren. Vince und ich, wir spielen gerade ein bisschen mit der Murmelbahn. Svea ist nämlich in der Küche gerade noch mal im Hochstuhl eingeschlafen. Wenn sie aufwacht, gibt es dann aber eine Milch. Und während ich ihr die Milch gebe, wollte ich euch dann noch mal so ein bisschen so ein Resümee geben, wie jetzt die ersten Tage so nach dem Osteopathen waren. Übrigens, ja, ich weiß, ich habe mich in dem letzten Video versprochen und Orthopäde gesagt. Ich bin mir aber bewusst, dass Orthopäde und Osteopath nicht dasselbe ist, aber habt ihr in den letzten Vlogs mitbekommen, ich muss jetzt mit Svea noch zum Orthopäden wegen dem zweiten Hüftultraschall und ich habe es immer noch nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe es ja dann am Freitag nochmal versucht, dann war der Arzt nicht da. Also versuche ich es nächste Woche nochmal zum Orthopäden zu gehen, aber heute geht es nochmal um den Osteopathen. So, genau, wir haben wieder sehr, sehr schönes Wetter. Der Plan für heute ist eigentlich, wenn Manu dann wieder da ist, fährt er mit Svea zusammen bei einem Fußballspiel zugucken und ich wollte mit Vince in der Zeit ein bisschen was in Ruhe basteln. Müssen jetzt mal schauen, ob das so funktioniert. Und über den Mittag, wenn Svea Mittagsschlaf macht und ich weiß nicht, Vince, machst du heute Mittagsschlaf? Mhm. Ja? Dann bin ich ja gespannt. wollen Manu und ich das Q&A endlich drehen, weil das ja dann im Juni für euch rauskommen soll. Und Nachmittag hat Manu dann selber Fußballspiel. Wir fahren zur Oma, ne? Nein, wir fahren nicht zur Oma. Was machen wir denn dann? Doch, wir fahren zur Oma, ne? Ja. Ja. Genau, mal gucken, wie es der Uroma geht. Und da verbringen wir den Nachmittag dann mit den Kindern dort. Ja, so sieht es erstmal aus heute. Gerade die ganze Werbung liegen und muss mir jetzt aufschreiben, was ich wo nächste Woche holen muss. Also ich muss zu McGuides. Und zwar gibt es da Lebensmittelfarbe und Rollfondant. Und das brauche ich für Vince Geburtstag für seine Kuchen. Also einen Teil werde ich auch bei Tortissimo bestellen. Aber hier ist es relativ günstig und da werde ich mir schon ein bisschen was holen. Dann muss ich zu Rossmann, weil es 20% auf Maybelline gibt. Und da will ich mir meinen Eyeliner wiederholen und irgendwas war noch, was ich holen musste. Und Manu wollte irgendwas im Aldi. Und ja, da muss ich mir jetzt so ein bisschen eine Liste schreiben, was ich wo holen muss. Und mir das dann für nächste Woche einteilen, wann ich wohin fahre. Ja, Svea trinkt jetzt gerade eine Milch und ich wollte die Zeit so ein bisschen nutzen, um unseren Termin beim Osteopathen nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Also ich verstehe, dass einige von euch natürlich skeptisch sind. Das ist dieselbe Sache wie mit allen anderen alternativen Medizinen, also auch so Heilpraktiker und so. Ich glaube, man muss gegenüber dieser Sache oft offen sein und positiv eingestimmt, sonst funktioniert es schon mal von vornherein nicht. Weil ich bin so ein Mensch, ich gehe schon lange auch zu einer Heilpraktikerin und habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und gerade diese Osteopathie, ich wollte dem Ganzen auch einfach eine Chance geben. Weil so viele Möglichkeiten hatte ich jetzt auch nicht mehr, was man so ausprobieren hätte können. Und deswegen wollte ich das mit dem Osteopathen einfach gerne ausprobieren und bin da auch hin. Und weil einige von euch sagten, hätte das nicht der Kinderarzt, soll die Hebamme sehen müssen. Ja, das denke ich halt auch. Aber bei der Kinderärztin war es zum Beispiel so, sie hat sich auch nie den Hinterkopf von Svea angeguckt, immer nur von vorn und von oben und getastet. Und bei meiner Hebamme ja auch. Also bei meiner Hebamme bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie sich nicht den Kopf von Svea richtig angeschaut hat. Das hat ja dann erst die zweite Hebamme durch Zufall eigentlich gesehen. Und jetzt wird Manu gleich durchs Bild gehen, oder? Hallo YouTube. Und beim Osteopathen war es auch so, weil einige von euch sagten, sieht man das wirklich so? Und ja, also es war jetzt nicht so, dass er mir gesagt hat, hier schauen Sie mal, Sie müssten jetzt das, das und das sehen, sondern er hat mir halt Svea quasi mit dem Hinterkopf zu mir hingehalten und mich gefragt, was ich sehe. Und es ist wirklich so, dass ihr Hinterkopf sehr, sehr flach ist, also platt quasi. Und dass man die Schiefstellung auch schon richtig doll sieht, auch an den Ohren. Das ist mir aufgefallen, wirklich. Und was mir halt noch, was ich auch selber ja
gefühlt habe, wenn ihr euch hinter die Ohren fasst, spürt ihr ja diese Knochen. Atlas heißt das, ne? Ich habe davon noch nie gehört. Ja, ich glaube Atlas. Und bei Svea spürt man das auf der einen Seite einfach nicht, weil es halt so verrutscht ist und nicht da ist, wo es sein soll. Und das ist jetzt nichts, wo er gesagt hat, na, das ist jetzt so und so, sondern das habe ich wirklich erfühlt, gesehen. Das war auch wichtig für mich. Und er hat mir das auch wirklich, ich sag mal, medizinisch fundiert anhand dieses Schädels erklärt. Und es ist jetzt nicht so, dass er von heute auf morgen beschlossen hat, er nennt sich jetzt Osteopath. Sondern er hat erst eine Ausbildung zum Physiotherapeuten gemacht. Dann hat er nochmal 5 Jahre in Belgien studiert. Und jetzt macht er gerade seine Doktorarbeit. Also da steckt auch ein bisschen was dahinter. Und das hat man auch gehört, so einfach auch im Gespräch. Deswegen bin ich dem Ganzen einfach sehr positiv gegenüber auch eingestellt. Und ja, aber es muss im Endeffekt jeder für sich selbst wissen. So wie die letzten Tage jetzt einfach so waren. Viele hatten ja geschrieben, dass sie auch mit ihren Kindern beim Osteopathen waren und dass sie danach ein anderes Kind hatten. Und ich habe gedacht, ja, es kann ja nicht sein. Es wird irgendwie so ein schleichender Prozess sein und ein bisschen schreien wird sie schon noch, aber es wird besser. Aber es wird besser werden. Und es war wirklich so, dass wir ein anderes Kind haben. Musst du so einen Krach machen die ganze Zeit? Ich will Mittagessen kochen. Ja, mach jetzt 5 Minuten Krach und dann kann ich weiter. Aber also wir waren ja Donnerstag beim Osteopathen, da hatte sie ja den Tag über so viel geschlafen. Aber ich hatte ja schon gesagt, den Tag will ich nicht so werten, weil es einfach was anderes für sie war. Und es war ja auch bei ihm der Termin sehr anstrengend. Aber es ging dann schon Freitag los, dass sie wirklich, also sie hat mal kurz ein bisschen geschrien, einfach weil sie Hunger hatte, um uns darauf aufmerksam zu machen. Und vielleicht auch mal kurz, wenn sie sehr übermüdet war und Hilfe beim Einschlafen brauchte. Aber es ist wirklich so, dass sie die meiste Zeit von allein einschläft, dann auch sehr lange irgendwo schlafen kann, ohne dass sie auf meinem Arm liegt. Oder wenn sie dann doch mal auf meinem Arm einschläft, weil ich Eltern einfach helfen muss, dass ich sie dann aber wirklich auch ablegen kann und sie dann eine halbe Stunde, Stunde auch da mal schläft, ohne sofort wach zu werden, wenn sie merkt, dass ich halt nicht mehr da bin. Und einfach, dass dieses Schreien wirklich ausgeblieben ist, jetzt seit mittlerweile 4 Tagen, das ist eine unglaubliche auch Erleichterung so ein bisschen. Ich bin noch so ein bisschen, ich warte noch drauf, dass es wieder losgeht, ehrlich gesagt. So ganz traue ich dem Frieden noch nicht. Nach der letzten Nacht traue ich dem Frieden schon. Genau, aber es, auch das Schlafen, also wir hatten ja jetzt noch nie so riesen Probleme mit Schlafen bei ihr. Aber es erleichtert schon mal, dass man sie wirklich irgendwo hinlegen kann und sie schläft. Mittagsschlaf klappt nach wie vor richtig gut. Und jetzt haben wir es auch angefangen. Sag mal, was machst denn du hier? Papa ist interessant beim Kartoffeln schälen. Na? Und jetzt haben wir sie auch am Freitag haben wir damit angefangen, sie auch abends in ihr Bett zu legen. Da hat sie am Freitag, hat sie eine Dreiviertelstunde im Bettchen geschlafen. Na ja, gut, und dann war sie der Meinung, aufstehen zu müssen. Und habe ich sie halt wieder runtergeholt. Aber ich wusste, dass das halt so peu à peu geht. Das kannten wir ja von Vince. Und ich wollte einfach anfangen. Ich dachte mir, was zum Mittagsschlaf klappt, das kann auch abends funktionieren. Und gestern Abend haben wir sie um 20 Uhr hingelegt. Und ich dachte, sie wacht halt nochmal auf, weil nochmal eine Milch dran gewesen wäre, auch so gegen 11. Aber sie hat durchgeschlafen bis früh 6:30. Ohne Milch dazwischen, ohne nochmal aufzustehen. Sie hat kurz mal in der Nacht halt ein bisschen gegäxt, habe ich ihr einen Schnuller gegeben und dachte, sie will eine Milch, habe eine Milch zurecht gemacht, bin auf Toilette gegangen, als ich wiederkam, ist sie schon wieder eingeschlafen. Also richtig, richtig gut. Also auch da ist sie jetzt wesentlich entspannter und ihr müsst mal überlegen, sie ist jetzt 9 Wochen alt und hat die erste Nacht schon durchgeschlafen. Das ist richtig toll, aber es war bei Vince auch so. Der hat schnell gut geschlafen. Und den haben wir dann auch relativ schnell dann in sein eigenes Zimmer verlegt quasi. Schauen wir mal, wie wir das jetzt bei Svea machen. Aber ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht, halt auch mit dem Abendschlafen, weil das ist auch für uns, das war richtig komisch gestern. Wir saßen hier kurz nach 8, beide Kinder waren im Bett, es war völlig ruhig. Du hattest so eine Freiheit, mit der wir erstmal im ersten Moment gar nicht wussten, was wir damit anfangen sollen. Wir haben auf unseren Besuch gewartet. Ja, und ich war dann halt auch so immer, na, sie wird sich schon gleich melden und gleich geht's los und gleich sagt sie Bescheid, dass sie wach ist. Und es kam einfach nicht. Und irgendwann war es 12:30 und sie schlief immer noch. Und dann dachte ich, na gut, jetzt können wir auch ins Bett gehen. Und auch da dachte ich noch, na, ich gehe ins Bett, schlafe eine Stunde und dann weckt sie mich, weil sie eine Milch haben will. Das war auch nicht so. Also, so kann es jetzt weitergehen und besser werden. Das ist jetzt so der Punkt, den ich von Vince kenne. Also so war Vince auch. Tagsüber gut schlafen, nachts super schlafen. Ja. Ja.
Wenn du jetzt noch ein bisschen ordentlicher essen würdest, wäre alles super. Auch das kennt man jetzt. Ah ja, stimmt. Der war zu faul einfach bloß. Genau. Genau. So waren jetzt erstmal die ersten Tage. Achso, und gestern habe ich nochmal, Freitag, ne? Hat erst wieder nochmal gehalten. Ich habe nochmal auf die Ohren geguckt und da fand ich schon wesentlich angeglichener. Ich will es mir dann gleich nochmal angucken, damit ich weiß, wie ich heute lagern muss. Ob ich jetzt die Seiten im gleichen Verhältnis lagern muss oder andersrum. Und ja, aber so bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dahin zu gehen. Ich würde das jedes Mal wieder machen. Da würde ich sogar schon eher gehen. Und Manu schüttelt den Kopf. Manu würde nicht eher gehen. Nö, manchmal verwechselt sich ja noch. Das ist ja, also ich gehe von daher ein bisschen wahrscheinlich vorgestellt daran durch meine Vorbildung. Ich würde erstmal halt, also ich würde es genauso machen wie jetzt. Wenn es zu einem Problem wird. Ja, es ist aber, war ja schon seit 3-4 Wochen ein Problem, weißt du, wie ich meine? Na ja, gut, für dich merkbar. Ja. Für mich ja eher nie, ja. Weil als ich immer nach Hause komme, muss man ja auch dazu sagen, da war das Kind ruhig und da war auch alles Freude. Ja, nee. Ne, relativ ruhig, doch. Der Vincent auch. Immer. Wenn ich mich so zurückerinnere. Aber du kannst nie sagen, dass sie nie geweint hat, während du da warst. Nee, das stimmt. Naja. Das stimmt. Also. Das stimmt. Aber das ist halt ein Kind, das ist ja normal, weint doch mal, aus unerklärlichen Gründen. Da jetzt mal. Aber wie gesagt, als es dann halt so wirklich lange ging und als du das dann halt auch so nicht mehr gekonnt hast, da war das schon richtig, die richtige Entscheidung und wir hatten beide denselben Gedanken zum gleichen Zeitpunkt. Zum Osteopathen zu gehen, meinst du? Deswegen, ich würde es wieder so machen. Ja. Ich würde nie eher gehen. Weil wenn du dann auf den Gedanken kommst, und gut, okay, es hätte sich wahrscheinlich, wenn er gesagt hätte jetzt, ey, pass auf, das ist nicht, was ich richten kann. Na, ja gut, aber dann hätte ich es für mich abhaken können, dann hätte ich gewusst, sie hat keine Schmerzen, sie ist einfach unruhig oder sie ist als Person so, dass sie so, ne, das kann ja auch sein. So, aber ja, Manu kocht jetzt gerade nebenbei Mittagessen, bei uns gibt es nämlich heute Mittag Zunge. Rinderzunge. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Beide Kinder machen das erstmal in ihrem gemeinsamen Zimmer zusammen Mittagsschlaf. Das hat zum einen den Grund, weil wir diesen Raum hier brauchten zum Videodrehen gerade, weil wir das Q&A mit Manu gerade abgedreht haben. Und zum anderen wollte ich es mal ausprobieren, weil ich weiß, dass Vince im Kindergarten richtig gut schläft. Der schläft wunderbar ein, die müssen den sogar wecken, weil er halt so viel Schlaf eigentlich noch braucht. Und ich dachte, es liegt vielleicht einfach daran, dass er nicht alleine in seinem Zimmer Mittagsschlaf machen möchte. Deswegen haben wir das heute mal ausprobiert. Svea hat als erstes geschlafen, die habe ich noch hingelegt, bevor wir Mittag gegessen haben, einfach weil sie schlafen wollte. Und zu Vince habe ich dann gesagt, wir müssen ganz, ganz leise sein und so. Und er ist noch einmal rausgekommen, weil er sagt, er kann nicht schlafen. Habe ich ihn nochmal in sein Bett gebracht und dann ist er aber eingeschlafen. Svea ist zwischendurch mal wach geworden und hat auch ein bisschen geweint. Davon ist Vince zum Glück gar nicht wach geworden. Da habe ich auch gestaunt und jetzt schlafen sie halt beide. Bin gespannt, wie lange. Also Svea schläft seit 11.30 Uhr. Vince schläft seit ungefähr 12.30 Uhr, würde ich sagen. Also er schläft eine Stunde kürzer. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das dann mit Aufwachen so ist. Aber ich freue mich voll. Vor allen Dingen, dass ich die dann beide in ein Zimmer packen kann und dann kann ich machen hier, wie ich will. Wie gesagt, ich kann den Raum hier dann zum Videostream benutzen. Ja, dann haben wir das mit Manu nämlich jetzt auch erledigt. Das war auch sehr, sehr gut. Und ich werde jetzt noch wischen. Weil wischen ist etwas, was mit Kindern zusammen blöd ist. Vince versteht nicht, dass er nicht über den feuchten Boden dann gleich laufen kann. Und Svea kann ich in der Trage immer schlecht mitnehmen beim Wischen. Das macht sich irgendwie ein bisschen blöd. Und deswegen werde ich jetzt einfach wischen und nur das Kinderzimmer halt auslassen. Das mache ich dann halt schnell noch, wenn die beiden Kinder wach sind. Und das filme ich übrigens auch für meine Putzroutine. Da bin ich gerade so ein bisschen dabei. Nächste Woche muss ich noch 2 Szenen filmen und dann habe ich die Putzroutine auch abgedreht. Die seht ihr dann Ende Juni. Genau. Und genau, wenn die Kinder dann ausgeschlafen haben, werde ich dann zu meiner Mama halt fahren und meinen Großeltern. Da werden wir dort den Nachmittag verbringen. Da werde ich auch nicht filmen. Mein Akku ist sowieso jetzt leer. Und deswegen sage ich Tschüss, bis morgen.